Überraschungseier am Hannover Airport. Nun nicht rund, sondern eckig. So sieht sie aus, die zweite Koffer- und Fundstück-Auktion am Hannover Airport. Über 400 Zuschauer und Bieter hoffen am Terminal C auf ihr ganz persönliches Schnäppchen. Aber woher kommen eigentlich die Koffer? Viele Koffer sind von TUI Fly auf den Gepäckbändern vergessen worden. Wir haben versucht, sie dann zuzuordnen. Wir bewahren sie 5 Tage in den Zielgebieten auf als Frist. Dann gehen sie zu uns ins Zentrallager. Da werden sie 5 Monate aufbewahrt. Die gesetzliche Frist sind dann nur 90 Tage. Also wir bewahren sie schon deutlich länger auf. Gucken in die Koffer, ob wir sie irgendwie zuordnen können. Sollte das nicht der Fall sein, warten wir, bis die Frist abgelaufen ist und geben sie dann der Auktion zur Auktion frei. Sonst bleiben die Sachen alle drin. Man kann das Glück haben und den teuren Bossanzug da drin finden, wenn es denn der richtige Koffer ist. Was in so einem Überraschungskoffer auf die neuen Besitzer wartet, weiß also niemand. Das Mitsteigern ist dafür ganz einfach. Wer mitmachen will, braucht nur eine Bieternummer. Damit können dann nicht nur Koffer ersteigert werden, sondern auch jede Menge andere Fundstücke wie Handys, Schmuck und sogar Kettensägen. Das Rezept für eine erfolgreiche Versteigerung verrät Lydia Blum aus Hannover. Ich habe mir das so vorgestellt, dass ich die Sachen sehe, was ich mir nehmen kann oder ersteigern kann, gucke mir die Nummern an, merke mir die Nummern und dann bei der Versteigerung, wenn das dann genommen wird, achte ich auf die Nummer und dann geht's los. Die ersten Überraschungskoffer sind ersteigert und werden geöffnet. Und was ist drin? Ladegerät. Eine Pfanne. Dabei sein ist alles Spaß. Sofort aufmachen oder lieber warten? Um herauszufinden, was in den Überraschungskoffern steckt, hat jeder der neuen Besitzer seine eigene Taktik. Ich mach's spannend zu Hause. Es kribbelt ja schon, ne? Das muss ich ja sagen. Und während die einen schon mit ihren Überraschungskoffern den Heimweg antreten, bleibt Lydia Blum gelassen. Läuft gut, aber wir haben noch nicht 24, hier wollen wir 24 irgendwo. 24, 22. Sag du uns doch nicht zu. Und schließlich schlägt Lydia doch zu. 17 hier vorne in der ersten Reihe, 17 zum ersten, 17 zum zweiten und 17 Euro zum dritten. Die 231. Da habe ich Schmuck ersteigert. Eine Perlenkette ist drin, so eine Goldkette. Ob es richtig Gold ist, weiß ich, soll wohl Modeschmuck sein. Ja. Und so ein Silber-Schwarz, so ein bisschen was. Auch so mit Perlen und mit Strass so ein bisschen drin. Ich hatte meinen Spaß und habe mich gewundert, was die Leute so für einen Koffer ausgeben und für alles andere. Aber ich würde es wieder machen. Mehr als 10.000 Euro kommen am Ende bei der Versteigerung zusammen. Für einen guten Zweck. Der Erlös kommt dem Verein Kinderherz Hannover zugute, der herzkranken Kindern hilft.